Mein Name ist Heike Puderbach. Ich bin als Designerin bei V&B. Ich kümmere mich hauptsächlich um Dekor. Der Birthday Cake wäre eine Ausnahme, ist mein erster formaler Entwurf. Ich habe angefangen nur mit Seasonals, also Weihnachten, Ostern. Ja, und dann eigentlich im Seasonals-Projekt ist dann auch Colorful Spring entstanden, also ein komplettes Geschirr. Und dann gab es natürlich noch ein Highlight, die Memphis. Das war also ein absolutes Highlight. Also wenn ein Projekt ansteht, ich bin jemand, ich sage immer, es muss irgendwo herkommen. Also ich mache immer gerne den Link wieder zurück zu Villeret & Boch. Das heißt, dass es nicht beliebig wird. Ja, und dann mache ich halt die Entwürfe und dann fange ich an, Dekore zu entwickeln. Und die setze ich dann halt, das mache ich halt alles am Computer mit Photoshop, AI, wie man es so kennt. Und dann, wenn das freigegeben ist praktisch, dann fange ich an, die Abwicklung zu machen, so nennt man das. Dann wird es praktisch aufgelegt. Also wir haben praktisch so ein Substitut, wo wir das auch mit testen können, ob das nachher passt. Dann testen wir das in der Nullserie unter Fabrikbedingungen. Ja, und dann ist es einfach bereit für die Welt. Villeret & Boch hat mir gesagt, wir feiern Jubiläum, Heike, überleg dir was, ein Design für die neue Laboule. Und dadurch, dass ich ja immer versuche, die Tradition auch noch ein bisschen zu berücksichtigen, also das Ganze weiterzuführen, habe ich halt geschaut, ich meine, was ist momentan klar? Wir achten auch auf Trends. Paradiso ist eins der letzten Kupferstich-Dekore. Kupferstich ist momentan sehr im Trend, weil es eine wunderbare alte Technik war und so eine Schönheit ausstrahlt, die nicht vergleichlich ist einfach. Das habe ich dann genommen, weil das war jetzt sehr schön, weil das fand ich sehr gut, weil da dieses Vögelchen drauf ist und die Blüten und wir machen halt sehr viel mit Blumen auch und dafür sind wir auch bekannt und beliebt und alles. Dann finde ich Blau-Weiß ist eine Kombination, die super funktioniert. Also für mich ist Blau-Weiß so die Keramikkombination von den Farben her. Wenn ich jetzt auf den Farben, ist unten für mich, ist ja eine dunkelblaue Bowl und das ist für mich so dieses Villeret & Boch. Das ist blau, das ist die Basis. Es hat eine Basis und fängt nach oben an zu wachsen. Ich habe gedacht, wie stelle ich denn das Leben dar? Hier, das sind diese japanischen Linien, die Segai-Ha-Linien. Und die symbolisieren immer das Auf und Ab des Lebens. Und ich meine, eine Firma, die schon seit 275 Jahren existiert, hat immer Auf und Abs. Jeder hat Auf und Abs. Und diese Tradition von Villeret & Boch und dass wir da so gerade durch die Zeiten gehen, ist einfach dieser rote Faden. Wir haben uns immer wieder neu erfunden, aber wir haben immer diesen roten Faden behalten. Und dann oben als Krönung das Vögelchen. Und das Ganze ist für mich eine Welt. Also es ist die Welt von Villeret & Boch für mich in einer Laboule, in einer Jubiläumslaboule erklärt. Dann haben wir noch den Cake. Der Geburtstagscake ist entstanden, weil ich gedacht habe, okay, wir haben Jubiläum. Und was ist einer der stärksten Bilder, um ein Jubiläum darzustellen? Und das ist einfach ein Kuchen. Ja? Das ist Licht, das ist eine Kerze und ein Kuchen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir feiern Geburtstag und wir backen eine Torte aus Porzellan. Der Cake hat das gleiche Dekor, ein bisschen anders angewandt, die gleiche Idee im Prinzip. Aber der Cake ist auch ein stapelbares Geschirr, analog der Laboule. Wir haben eine Cup, wir haben eine Bowl und wir haben einen Teller. Man kann eigentlich so viel machen. Man kann es auch da stehen lassen als Objekt. Man kann es als Kerzenleuchter benutzen. Und ich wollte einfach ein Objekt machen, was Freude bereitet. Und dass man einfach anschaut, das ist bei beiden, denke ich, so. Die sind einfach schön, mit denen hat man Lust zu wohnen. Und man kann sie halt noch benutzen. Also man hat die Option, man muss es nicht. Ja, und das war eigentlich so meine Motivation. Und ja, ich hoffe, sie gefallen euch.